Hallihallo, heute ist Mittwoch, der 17. Juni 2020, und man kann es hinter mir schon erahnen, die Bodenplatte ist nunmehr grau. Seit meinem letzten Beitrag, ich glaube, der war ja am Montag, vor 2 Tagen, sind eben diese Arbeiten durchgeführt worden. Das war gestern am Nachmittag. Im Laufe von 2, 3 Stunden waren die hier soweit fertig. Hier ist eben Beton hineingeflossen, der wurde entsprechend glatt gestrichen und ist jetzt eben sich selbst überlassen, muss eben entsprechend trocknen. Man kann auch sehen, dass gerade der hintere Bereich, da befindet sich eben kein Wasser mehr auf der Oberfläche. Hier im vorderen Bereich, da steht das Wasser noch in etwa 1 Zentimeter hoch. Aber auch das sollte dann hoffentlich in den nächsten Stunden und Tagen soweit austrocknen. Eine Veränderung gegenüber dem letzten Mal, neben dem ganzen Beton, der hier eben geflossen ist, ist auch ein Metallband, das hier eingearbeitet worden ist. Und zwar gibt es ja hier dieses Metallgestänge, dass die Außenwände aufnehmen wird und eben eine Verbindung dann mit dem Beton der Außenwände aufnehmen wird. Und man kann hier unten sehen, da wurde eben ein Metallband eingearbeitet. Das verläuft hier einmal an der gesamten Bodenplatte entlang, da wo halt die Außenwände stehen werden. Das ist quasi in der Außenwand nachher drin. Auch an den Ecken kann man sehen, gibt es hier so ein solches Metallband. Und das ist eine Versiegelung. Ich weiß gar nicht, wie genau sich das nennt. Also das Produkt hier im Speziellen heißt jetzt Wolfseal. Das hat aber irgendetwas mit dem Hersteller halt zu tun, der von dem diese Betonfertigteile nachher sind. Aber im Wesentlichen geht es eben darum, hier eine Sperre herzustellen zwischen innen und außen. Und man kann auch sehen, wie gut das funktioniert. Hier drinnen steht ja das Wasser in etwa 1 Zentimeter hoch und hier draußen ist es bereits trocken und das Wasser kann einfach da nicht durchfließen. Und so ist auch das Funktionsprinzip nachher, nur eben andersherum. Das Wasser gegebenenfalls steht halt hier und kann dann hoffentlich nicht hineinfließen, weil die Wände werden ja hier nur aufgestellt, es wird mit Beton aufgefüllt, aber grundsätzlich könnte das ja an dieser Fuge bzw. an dieser Verbindungsstelle da irgendwie hineingeraten. Und das ist eben eine weitere Möglichkeit, das Wasser daran zu hindern, einzudringen in das Gebäude. Ansonsten kann man aber auch sehen, wie viel Wasser hier in der Baugrube sich noch befindet. Hier in den Seiten und auch vor allem an dieser Seite hier. Also da steht wirklich Zentimeter hoch das Wasser unter der Bodenplatte mittlerweile sozusagen. Aber grundsätzlich ist die jetzt von oben her betretbar. Des Weiteren kann man hier ganz vereinzelt eine Anschlussfahne sehen. Die ist eben diejenige Anschlussfahne, die dann mit der Potentialausgleichsschiene verbunden wird, die eben mit diesem Fundamenterde, der sich hier im Fundament befindet, verbunden ist. Die wurde jetzt auch nochmal gedreht. Und zwar wird die Schiene an eine Wand montiert, die eben in dieser Richtung hier verläuft. Nicht an die Außenwand, sondern eben an eine Innenwand, die noch gemauert werden wird. Und diese Anschlussfahne kann man dann entsprechend halt anschrauben an diese Potentialausgleichsschiene. Hier wurde nicht nur geklotzt, sondern auch gekleckert. Und zwar ist das ja jetzt hier neben der Baugrube. Und hier wurde halt der Beton angeliefert. Und man kann sehen, hier ist ein richtig massiver Überrest, der so auf den Boden gekleckert wurde. Und ja, das ist halt jetzt auch getrocknet und dementsprechend hart ist jetzt hier der Boden. Wobei das nicht weiter schlimm ist natürlich, das wird dann einfach mit verschüttet, denke ich mal. Und auch hier oben gibt es einige Betonüberreste, und zwar ist das ja jetzt die zukünftige Garageneinfahrt, beziehungsweise halt der Weg zur Haustür nachher auch. Und wie man hier sehen kann, ist auch hier ein bisschen betoniert worden. Muss man nachher mal sehen, ob das irgendwie die Außenanlage stört oder ob man hier das entsprechend aufbrechen und abtragen würden müssen. Hier nochmal die Baugrube von oben. Man sieht halt die Bodenplatte recht deutlich und auch, dass der hintere Teil bereits getrocknet ist und der vordere uns zugewandte Teil noch eben zumindest an der Oberfläche nass ist und auch noch austrocknen muss. Es gibt hier doch schon jemanden, der sich auf die Betonplatte getraut hat, nämlich eine Taube. Und man kann zumindest von hier oben relativ deutlich die Abdrücke der Füße sehen. Und ja, der scheint das nichts auszumachen, ob die nass, trocken oder nicht ist. Und die sucht hier Essen oder was auch immer. Vertreibt sich die Zeit. Ansonsten ist hier an der Baustelle aber nicht viel passiert. Es befinden sich halt noch ein paar Utensilien und Werkzeuge der Betonierarbeiten hier auf dem Grundstück bzw. in der Baugrube. Aber die werden dann wahrscheinlich spätestens mit den Außenwänden auch mit abtransportiert werden. Hier hinter mir gibt es ja noch diesen riesigen Erdhaufen, der dann eben genutzt werden wird, um das Ganze zu verschütten. Und ich glaube, ein oder zwei solche Stahlmatten sind übrig geblieben. Das sind eben diese Stahlmatten, die eben als Bewährung auf der Bodenplatte verlegt worden sind in 2 Schichten. Genau, das war es jetzt also für heute und für jetzt.
Ich werde natürlich auch versuchen, die nächsten Schritte weiter zu dokumentieren. Einer der nächsten Schritte werden eben die Außenwände sein, die hier in den nächsten 1 bis 2 Wochen angeliefert werden sollen und dann eben hier mit der Bodenplatte mit Überbeton miteinander verbunden werden. Und auch das werde ich, wie gesagt, versuchen zu dokumentieren. Anschließend müssen dann ein paar Innenmauern noch gemauert werden. Und da kommt dann eben eine Elementdecke drauf, eine Filigrandecke, die auch dann wieder betoniert wird. Und spätestens da bin ich dann eben auch mit Eigenleistungen und selbst hier vor Ort, weil da eben entsprechend Leerrohre und Verkabelungen vorgesehen werden müssen. Und die möchte ich eben unter anderem auch in Eigenleistung hier anbringen. Dementsprechend war es das für heute und ich freue mich, euch bald schon wieder zu sehen. Bis dann!